Also man spürt hier, wenn man in das Hotel reinkommt, dieses alte Hotel mit sehr viel Tradition. Das ist eine schöne Kombination hier am See, der Traunstein, das Hotel, das einfach mit sehr viel Designliebe und auch mit sehr vielen Designprodukten umgesetzt wurde. Großvater hat hier begonnen, das war so ein richtiger Pionier, ja, in Traunkirchen. Der hat schon bald erkannt, dass einmal was zu beginnen und dann so weiter zu tun nicht funktioniert, sondern dass man sich permanent weiterentwickeln muss und dass man nicht ständig den Kurs wechseln darf, sondern dass man nur minimale Stellungen braucht. Ich glaube, das ist auch unser Erfolg. Ich kenne das Haus schon sehr lange, um ehrlich zu sein. Also wir waren früher immer schon zu Gast und wir sind aber eigentlich bekannt geworden durch einen gemeinsamen Freund, Geschäftspartner von mir, der uns sozusagen hier zusammengebracht hat. Der Traunsee, der Traunstein sozusagen, war schon auch die Inspiration, hier einen Küchenblock aus Stein zu platzieren, der sozusagen dieses erdige, natürliche auch, das was die Küche hier vermittelt, was der Wolfgang Kröller als Visionär hier vermittelt, einfach wiederzuspiegeln. Es war uns wichtig, die Küche ins Bootshaus zu holen oder zu den Gästen zu holen und die Gäste einzubinden. Wir nennen das Ganze Küchenblicke. Es sind tolle Materialien, ja, es ist sehr reduziert. Wenn wir Brot backen, ja, oder wenn wir Fische filetieren, dann versuchen wir das, dass wir das in dieser neuen Küche zu tun. Mit dem ist das natürlich toll. Wir können da heraus jetzt Brotteige machen, wir können Fisch zerlegen und, und. Und eben beim Frühstück ein bisschen ein interaktives Frühstücksbuffet gestalten, wo die Gäste sozusagen in die Küche zu uns zum Frühstück kommen. In der Küche nehmen wir regionale Produkte, setzen die so ein, dass der Hauptkomponent am besten rauskommt und alles andere unterstützt den nur. Ja. Versuchen uns zu reduzieren auf das Wesentliche. Ja. Das heißt, die Gäste haben mehr Kontakt zu den Köchen und auch zum Herrn Nagel natürlich, der immer schaut, dass er alle Gäste persönlich bedient. Wir fühlen uns da recht wohl in der Kombination. Ja. Also der Lukas Nagel als Künstler, der Wolfi Kröller als Visionär, ich als Gestalter. Wir haben uns da recht gut ausgetauscht und sehr schnell gemeinsam einen Weg gefunden, wie wir das eigentlich machen wollen. Ja. Wir wissen so ungefähr, wie es ausschauen soll, wenn es fertig ist. Aber wir können es nicht wirklich zeichnen und an den Punkt bringen. Und für sowas braucht man einfach einen Profi. Ja. Und der Herr Steininger ist einer, der das versteht und der uns da gut geführt hat.